Ja, das waren also noch mal längere Ausschnitte aus der Pressekonferenz der Kölner Polizei mit dem Thema das Phänomen nordafrikanischer Straftäter in Köln. Bemerkenswerte Zahlen, 45% der Marokkaner, 41% der Algerier und 38% der Tunesier werden dann wieder straffällig, nachdem sie zum ersten Mal straffällig geworden sind, also innerhalb eines Jahres. Eine Zahl zu den Syrern in Köln, die der Vertreter Wagner der Polizei genannt hat, wurde später noch mal korrigiert. Der hat er sich versprochen, nicht 5,8% der Syrer werden dann wieder binnen eines Jahres straffällig, sondern 0,58. Das ist eine wichtige Korrektur gewesen. Fragen wir mal nach bei Demian von Osten, unserem Kollegen, der die Pressekonferenz in Köln verfolgt hat. Herr von Osten, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse? Eine wichtige Erkenntnis ist, dass es eben deutliche Unterschiede gibt zwischen den Gruppen der ausländischen Straftäter. Sie haben diese Zahlen eben noch mal genannt und die zeigen ja doch einen sehr, sehr großen Unterschied, beispielsweise eben zwischen den Syrern und Menschen aus Nordafrika. Die Polizei hier in Köln interpretiert das dahingehend, dass aus Nordafrika vor allen Dingen junge Männer kommen, die relativ wenig sozialen Kontakt haben, einen relativ geringen sozialen Bezugspunkt hier in Deutschland und deswegen ist dort eben relativ oft passiert, dass sie in kriminelle Bereiche abrutschen und dann eben, nachdem sie einmal straffällig wurden, erneut Straftaten begehen. Ja, der Vertreter der Kölner Polizei hat ja vorhin in unserem Ausschnitt noch mal geschildert, da sind jetzt auch Sozialarbeiter dabei, zu versuchen, diese jungen Menschen wieder auf den Weg der Tugend zu bringen, um es mal so zu formulieren. Aber teilweise ist es ja wirklich ein bemerkenswerter Anstieg der Kriminalität bei den Nordafrikanern dort festgestellt worden. Was resultiert denn nun daraus für die Kölner Polizei? Für die Kölner Polizei resultiert daraus, dass sie weiter versuchen möchte, effektiv dagegen vorzugehen. Die Polizei hat gesagt, dass sie besser geworden ist, beispielsweise darin, diese Menschen auf frischer Tat zu ertappen. Denn wenn man mit Polizisten hier in Köln spricht, dann gab es oft das Problem, dass man zwar Menschen überprüft hat, auch Nordafrikaner überprüft hat, zum Teil festgenommen hat, dass sie aber am Ende nicht verurteilt werden konnten, weil es einfach daran fehlte, ganz konkrete Beweise zu haben und ganz konkret ihnen Taten nachweisen zu können. Da ist die Kölner Polizei mittlerweile wohl besser drin geworden. Trotzdem, und das macht den Beamten hier im Präsidium hinter mir durchaus Sorgen, obwohl sie deutlich mehr Menschen festgenommen haben in den vergangenen 10 Jahren, ist diese Zahl um ein Vierfaches gestiegen. Trotzdem sind die Taschendiebstahlzahlen in Köln weiter angestiegen und deswegen braucht es wohl noch mehr Maßnahmen jetzt dagegen. Ganz konkret in der Innenstadt ist die Polizei derzeit mit einem täglichen Sondereinsatz unterwegs, um hier eben für mehr Sicherheit zu sorgen und um beispielsweise auch direkt sogenannte Gefährderansprachen zu machen. Das heißt also, Täter oder mögliche Täter zu identifizieren und ihnen zu sagen, die Polizei, die hat euch im Blick, also passt auf, was ihr tut. Ja, möglicherweise wird es dann auch eine Diskussion über mehr Videoüberwachung in den Städten geben. Demian, schauen wir noch nach vorne. Karneval steht vor der Tür, Hunderttausende werden und wollen in Köln feiern und wollen dort sicher feiern. Wie bereitet sich die Polizei auf dieses Ereignis vor? Die Polizei ist natürlich jetzt ganz besonders gewarnt und alle wissen, dass Karneval das nächste entscheidende Ereignis hier ist, wo einfach nichts passieren darf. Denn das haben ja viele Politiker der Kölner Polizei auch vorgeworfen, dass sie es einfach nicht geschafft hat, in der Silvesternacht für Sicherheit zu sorgen. Und das muss das absolute Ziel jetzt sein für die Polizei. Ich gehe davon aus, dass es deutlich mehr Polizisten geben wird an Karneval in diesem Jahr und dass man sich ganz konkret überlegen wird, wie kann man möglicherweise diese Täter auch so identifizieren, dass man mögliche Straftaten nachweisen kann anschließend. Sie haben das Thema Videoüberwachung genannt. Auch darüber wird diskutiert. Heute hat man allerdings auch gehört, dass das nicht immer so einfach ist, weil beispielsweise manchmal ganz praktisch Bäume im Weg sind, wo man gerne eine Straße überwachen würde. Also da gibt es einige Fragen, die jetzt noch geklärt werden müssen. Und denen wird die Kölner Polizei sehr sicher in den nächsten Wochen nachgehen. Denn so etwas, was an Silvester passiert ist, das möchte hier keiner mehr sehen. Sagt Demian von Osten, der für uns die Pressekonferenz der Polizei beobachtet hat. Vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch nach Köln.